Chef bei mir in meinem Hause dann, ja, also in meinem eigenen Leben. Ich oder jemand anderes. Und meistens ist das oft jemand anderes dann. Wir haben jemand anderem sozusagen unser Selbstwertgefühl abgegeben dadurch. Es fängt bei einigen Leuten an, zum Beispiel von dem Wetter. Die sind zu 60-70% von dem Wetter abhängig dann. Ja? Wie geht's? Bei dem Wetter kann es einem nur gut oder schlecht. Ja, wie das heißt, der hat seine ganze, ich nenne das immer seine Selbstwertaktien, wenn sie so eine Aktiengesellschaft sind, seine ganzen Aktien hat er dem Wetter gegeben. Der andere ist zum Beispiel davon abhängig, ob es den Kindern gut geht dann. Ja? Der andere ist abhängig dann, ob der Partner zufrieden ist, ob der Chef zufrieden ist, oder was weiß ich, was ich sage. Das heißt, einige haben auch für sich selbst die Sache, und ich bin der Herr im eigenen Haus sozusagen dann. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Und wenn ich das halt entwickelt habe, hoffe ich von zu Hause, ansonsten kann ich das entwickeln, also Selbstwertgefühl von innen heraus, dann können mir diese Sachen, dann streifen mich mehr an die Oberfläche. Ist wie so ein Stein, den sie ins Wasser schmeißen, dann gibt es so kleine Wellen oben, aber die tiefen Schichten bleiben ruhig. Ansonsten ist bei jedem kleinen Ereignis Riesenthema dran. Gibt es aber bei vielen Leuten. Jeden Tag ein Thema und dann wird zu Hause nur noch über das eine Thema diskutiert, was ganz ehrlich ein kleines Thema war. Aber das ist die Frage. Und erst wenn ich das von innen, glaube ich, geklärt habe, dann kann ich mit diesen Sachen besser umgehen. Sonst bin ich ständig eine Marionette in der Hand von jedem, der vorbeikommt dann. Ja? Bitteschön. Gibt es irgendwie eine